So, das haben wir wieder. Ich freue mich ja so. Es ist etwas Wunderbares geschehen. Erstmal, ich habe wieder eine CD verkauft. Ein gewisser Daniel hat meine CD gekauft. Diese hier. Lieber Daniel, Dankeschön. Jetzt ist die 16er Grenze erreicht. Ja, 16 CDs. Und jetzt pass auf, jetzt geht ja nicht nur um die Strapse meiner Rosen. Es geht ja auch darum, dass ich meine Gitarre, die ist eine Seite gerissen, siehst du? Jetzt kann ich mir keine. Ich könnte mir eine leihen, das haben wir gemacht, das ist ja auch wieder gerissen. Jetzt spiele ich auf 1, 2, 3, 4, 5 Seiten. Auch meine CDs sind alle Seiten drauf, was ich Angst haben, gell? Auch das Lied: Im Himmel gibt's kein Bier, drum bleib lieber hier, wir lieben diese schöne. Na, Jesus will deinen Pipi mal sehen, habe ich noch nicht drauf, mache ich noch, wenn ich es überlebe, gell? Aber das ist ja nicht das heutige Thema. Das heutige Thema ist ein sehr tiefgreifendes, was mich innerlich sehr beschäftigt. Es hat mit Tampons zu tun. Bitte, es ist ja eine notwendige Sache, gell? Ist dein Tampon ist ja für Frau, also für meine Rosel ist das wie mein Frühstücksei, also symbolisch, gell? Es geht um einen Ausspruch, der mir keine Ruhe lässt, weil man da wieder sieht, wie die Frauen so, man muss so aufpassen, jedes Wort, was man sagt, selbst wenn es gut gemeint ist, wird missverstanden. Bei euch Frauen. Nein, doch. Also, es geht um das Wort Tampon. Nein, ich sag's doch. Pass auf. Es gibt eine hochgestellte Persönlichkeit, ein Mann, den ich sehr bewundere, aufgrund seiner Kapazitäten und Fähigkeiten. Er ist weltberühmt und man kennt ihn gleich an seine Ohren. Wenn der Anlauf nimmt, kann er fliegen. Ein Scherz, ein Scherz. Das ist ein Prinz. Prinz Charles. Und der hat einen Satz gesagt, wo ich sage, die Jugend braucht doch immer Führung. Die braucht doch immer Vorbilder. Da ist mal ein richtig gutes Vorbild von der tiefer, inniger Liebe, von Zweisamkeit, von Gemeinsamkeit. Der hat zu seiner Camilla, die wissen schon, gell? Die Frau, die man fährt, nannte. Na, nicht. Seine Geliebte, da war er noch mit der Lady Di, mit der Lady Di, Lady Di, Di, Dudel, Dudel, Di, Spämmel. Also, auf jeden Fall, die kennen es doch. So eine große mit so einer Nase. Eine Mischung aus Trampel und Tina Turner. So schmarrig. War sie auch. Sie, die hat eine Nase gehabt. Haben Sie mal die Lady Di von der Seite gesehen? Wenn die ihre Nase im Baum schlägt, dann kann sie im Stehen schlafen. Naja, sie war schon schön, gell? Also bitte, wer es mag, ich mag meine Rosel. Die meine Rosel könnte bei der unter die Beine durchlaufen. Ich sage 1,50 und die Lady Di war, glaube ich, 2 Meter oder so. Was ist ja wohl. Jetzt pass auf, es geht darum. Er telefonierte mit seiner Geliebten, ja, während Lady Di auf der Seite lag und sich gerade erbrochen hatte, wieder mal. Ne? So sagt man, ja. Oder sie kam gerade vom Stall, wo sie von ihrem Geliebten auch kräftig bearbeitet. Ja, steht alles in den Büchern, stand sogar in der Bildzeitung, gell? Schon drin. Die war in ein. Was? Was ist das? Die Russen kommen. Ja, schon vorbei. Also. Na, ist okay. Vielleicht bin ich das selber. Sie, wollen Sie mal wissen, wie Sie sich hören können? Wenn Sie wissen wollen, das habe ich jetzt gelesen in der Bunden, wie andere Sie hören, müssen Sie die Hand so vor die Ohren halten. Wollen Sie das machen? Da sind schon wieder die Russen. Na, doch nicht. Die Moslems! Gott, ich bin ja bedeckt. Ich bin bedeckt. Wenn ich so spreche, ja, dann höre ich mich nicht so, wie ich mich höre. So seltsam es klingt. Ja, bei mir können Sie was lernen. Sie müssen, andere hören Sie so. Wenn Sie die Hand so legen und dann sprechen, das ist, wie die anderen Sie hören. Genauso. So. Ja, was hat das mit Hören zu tun? Das hat ja jetzt mit einem anderen Körperteil zu tun, aber auch mit dieser Sache. Prinz Charles also sagt zu seiner Geliebten, zu der Camille oder Camilla, wie die heißt, so ein Trommel, mein lieber Mann, du. Oh je. Na, sagt er, I wanna be your tampon.
Es hat leider jemand abgehört, der ist vom CIA, BND, also halt die alle, sowieso uns alle belauschen, die belauschen, wie ich jetzt sage. Und er hat gesagt, ich möchte dein Tampon sein. Jetzt ist das an sich ein großer Liebesbeweis. Überlegen Sie sich mal. Was machen Sie, wenn Ihre Tage hat, wenn er da Ihr Tampon ist? Also das ist schon wahre Liebe, gell? Haben Sie schon mal zu Ihrer Frau gesagt, ich möchte dein Tampon sein? Dann würden Sie ja zweimal überlegen, gell? Der hat es gemacht. Das ist die große Liebe. Deshalb sehr großes Vorbild, ja, für alle jungen Menschen, auch vor allen Dingen. Ja, ich sag, also bitte, wenn ihr wirklich eurer Freundin ja, etwas Gutes tun wollt, gell, sagt sie, ich möchte dein Tampon sein. Ja, das ist was, das kommt vom Herzen, gell? Jetzt pass auf. Jetzt sage ich das meiner, jetzt hat meine Rosel, habe ich dir davon erzählt. Da fragt sie mich, würdest du zu mir auch sagen, ich möchte dein Tampon sein? Jetzt haben sie ein Problem. Was würden sie jetzt ihrer Frau sagen, wenn die sagt, was würdest du sagen, würdest du mir das auch sagen? Liebst du mich so sehr? Jetzt passen Sie auf, ist gefährlich. Wenn Sie sagen zu Ihrer Frau, so wie der Prinz Charles halt zu Camilla, ich möchte dein Tampon sein. Wenn Sie das zu Ihrer Frau sagen, jetzt ich sag mir so, wenn ich jetzt meiner Rosel sage, ja, ich dachte so, ich möchte ein Tampon sein, voller der Gedanke dran, ach, lässt mich ersticken. Aber bitte, was tut man nicht alles aus Liebe? Haben Sie schon mal das Tampon von der Rosel gesehen? Da kennen Sie ja. Wenn Sie drauf treten, rutschen Sie aus. Ich habe das jetzt immer liegen lassen. Ach, so ein Ding. Ja, egal. Pass auf. Das Thema ist etwas, aber doch, es hat zu tun mit Menschen, ne, die sich lieben. Also, wenn ich meiner Rosel jetzt sagen würde, Rosel, ich möchte dein Tampon sein, dann würde sie vielleicht sagen, du alte Sau. hat mal mit Null jetzt drauf. Also, oder, wenn ich jetzt sagen würde, Rosel, ich möchte dein. Da kommt es bald ab. Rosel, ich möchte dein Tampon sein. Dann würde sie vielleicht sagen, was? Du denkst vielleicht an die Camilla dabei, weil das hat doch der Charles gesagt. Du denkst an die Camilla, wenn du auf mir liegst. Ja, Rosel, also auf der Rosel drauflegen ist immer noch besser als mit sie. Bei mir. Ah, Hüftbeschwerden, 3 Monate. Na, jetzt pass auf. Das ist das Problem. Der Satz an sich ist sehr schön, weil er ausdrückt, wie unsere Elite, wie entwickelt die ist, was für ein Vorbild sie ist. Und dass man, sowas müsste König, wäre nicht die heute Strippen da. Ja, ich meine die Frau Königin, die ist auch sehr kräftig. Die kann ja Gänsen mit der Hand den Hals umdrehen. Ja, neulich habe ich in der Zeitung gesagt, sehr gut. Nein, unsere Vorbilder brauchen große Fähigkeiten wie diese. Und auch für die liebevoll romantisch veranlagte Jugend, finde ich, das ist ein wunderschöner Satz, ich möchte deinen Tampon sagen. Aber aufpassen, wann Sie das Ihrer Frau sagen. Erstens mal, ganz abgesehen davon, dass es kein besonders angenehmer Aufenthaltsort, vielleicht ist, ich weiß es nicht. Gell? Vielleicht gibt es sowas gar nicht. Heutzutage ist ja schon fast unnormal, normal zu sein. Gell? Sie wissen Bescheid. Also wie gesagt, bevor Sie sagen, ich möchte dein Tampon sein. Fragen Sie, ob Ihre Frau nicht die Tage hat. Servus, geht's.